Wer vor mehr als 19 Jahren die damals 9-jährige Peggy aus Oberfranken ermordet hat, konnte die Polizei bis heute nicht klären. Nun wird der Fall geschlossen. Der Tatverdacht gegen einen Bestatter ließ sich nicht erhärten, wie die Staatsanwaltschaft Bayreuth mitteilte. Dem Mann konnte kein Mord nachgewiesen werden. Peggy war 2001 auf dem Heimweg von der Schule im Landkreis Hof verschwunden. Erst 2016 war ihre Leiche gefunden worden. Im Laufe der Jahre gab es bei den Ermittlungen mehrere Verdächtige.